Es gibt Punk, es gibt Hardcore. Unlesbar für die Hippies, gleichermaßen wie für die Popper oder für die Nazi-Lehrer oder was auch immer. Ne? Es war einfach außerirdisch. War einfach ein völlig neues Lebensgefühl. Man wusste nichts und hat alles ausprobiert. Steve, hau auf die Fresse, wir legen ihn in die Ecke und filmen. Punkrock in Deutschland, das ist halt die Musik, die uns unglaublich geprägt hat und die bis heute die einzige Musik ist, von der ich das Gefühl habe, dass sie einem wirklich was gibt. Es war ein riesiges Miteinander. Du bist extrem leicht reingekommen. Es war scheißegal, wo du herkamst, wer du bist. Du hast einfach irgendwas gemacht und alle waren mit bei. Es war ein riesiger Aktionismus. Mitte der 90er wurde sie auf einmal zum Hype, lief an Tankstellen, lief überall, ist gechartet ohne Ende und da gab es einen Umbruch. Da gab es dann Punk als Popmusik.